herzlich willkommen in meiner Kartenwerkstatt. Ich bin die Andrea, bin unabhängige Step-in-Up-Demonstratorin. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei meiner Reihe Weihnachten 2021 in Andreas Kartenwerkstatt. Und heute habe ich eine Geschenkschachtel für euch, die ihr ganz vielfältig benutzen könnt. Als Gutscheinverpackung, als Geschenkverpackung. Es ist eine Karte integriert und ich zeige euch einfach gleich mal, was ich mir für heute überlegt habe. Und zwar im Mini-Katalog gleich auf der Titelseite, da sind ja diese Geschenkschachteln. Die fallen jetzt gar nicht so ins Auge, weil das natürlich durch dieses Etikett hier auch verdeckt ist, durch dieses große. Und ihr findet sie auf Seite 11. Und das sind hier diese Geschenkschachteln aus Kraftkarton. Und die haben ja so ein tolles Fenster. Ich zeige es euch mal in Original. Dann kann man sich das nämlich mal ein bisschen besser vorstellen. So schauen die nämlich aus, wenn sie kommen. Das sind 10 Stück, meine ich. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Genau, 10 Stück sind drin. Und die sind also wirklich richtig, richtig, richtig stabil. Und ich habe die Idee schon seit längerem im Kopf und habe sie jetzt umgesetzt. Und zwar hat es ja hier dieses Fenster. Und dann habe ich mir gedacht, ich kombiniere das mit diesem Bogen Designerpapier. Das ist aus dem Designerpapier Geruhsame Tage. Und das hat ja diese tolle Folierung mit drauf, die so goldig, silbern glänzt und diese Winterlandschaft. Und das ist genau so geteilt, dieses Blatt, man sieht es hier ja auch an den Übergängen hier, dass es immer 6x6 Inch sind. Und ich habe mir gedacht, aus dieser Winterlandschaft, also das ist ja ganz toll für Karten, dieser Zuschnitt auch, aber ich mache was ganz anderes draus. Und ich schneide mit euch jetzt zuerst mal dieses Designerpapier noch zu. Ich habe mir diesen Bogen extra aufgehoben. Und das könnt ihr ganz toll hier bei 6 Inch anlegen oder wenn ihr das Lineal zuklappt, habt ihr hier auch nochmal diese Schiene vom Lineal und habt hier genau 6 Inch und das teilt euch hier ganz, ganz toll. Also man sieht hier nichts von diesem dunklen Baum, also es geht wunderbar raus und auch hier nochmal einfach bei 6 Inch anlegen und dann habt ihr eben von einem Bogen Material für 4 solche Verpackungen. Und ich habe mir gedacht, diese Winterlandschaft schreit ja nach einem Fenster. Und so ist diese Verpackung entstanden. Ich habe euch am Ende vom Video noch andere Farbbeispiele auch. Schaut wieder gleich ganz anders aus. Und ich habe mir da eben einen Vorhang kreiert. Ich habe mir zuerst gedacht, ich mache mir einen Vorhang. Ihr kennt das bestimmt von so Vorhangkarten auch mit so gefalteten Vorhangelement. Aber das war mir dann alles too much. Das war mir viel zu viel und deswegen habe ich diesen Vorhang nur geschnitten. Und ich habe jetzt hier mal diese Variante in Rot. Ich habe verwendet, also hier auch nochmal geruhsame Tage und hier und auch das Beispiel, was wir jetzt oder das Projekt, was wir heute machen, ist aus dem Designerpapier aus dem Jahreskatalog. Wunderbar weihnachtlich auf Seite 133. Und ich finde, das macht sich auch ganz toll für diese Vorhänge. Wie gesagt, hier habe ich das dunklere, weil ich kombinieren wollte hier mit dem gleichen Designerpapier eben. Ich finde es auch sehr, sehr stimmig. Mich hat jetzt dann letztendlich ein bisschen gestört, dass dieser Kraftkarton mit dem grauen Silber, es geht, aber ich fand es so dann schöner. Und das ist heute mal wieder ein Projekt nach der ganz einfachen Karte beim letzten Mal. Ein Projekt, wo man sich wirklich austoben kann. Und ich zeige euch mal, was sich drinnen verbirgt, weil diese Verpackung, die kann man so vielseitig verwenden. Also wie gesagt, hier habe ich diese Winterlandschaft. Ich habe es auch noch mal ein bisschen erweitert hier, dass man einfach so einen Blick aus dem Fenster hat. Und ich habe hier noch einen kleinen Weihnachtsstern hergesetzt, weil man gedacht hat, naja, was passt zu Weihnachten? Was steht am Fenster? Ein Weihnachtsstern natürlich. Ein paar Sterne. Viel mehr habe ich hier nicht gemacht. Und wenn man die Schachtel aufmacht, ist eben hier nochmal dieses Motiv sozusagen. Und dann habe ich hier so eine kleine Eingriffsmulde reingestanzt. Und hier verbirgt sich dann nochmal eine Karte sozusagen drin. Also da könnt ihr noch beschriften. Und es verbirgt sich hier eine Schoki, eine Weihnachtsschoki. Es gehen ganz viele Längen hier rein und auch Höhen. Das zeige ich euch nachher im Video auch nochmal. Und auch die lila Schokolade geht rein.
Ich habe das jetzt hier noch nicht eingeklebt. Ich zeige es euch beim anderen Projekt, da habe ich schon eingeklebt, weil es ist natürlich leichter, wenn ich das rausnehmen kann zum Beschriften und dann klebe ich es mir erst so. Erst ein. Genau. Aber das ist die Idee dazu. Und ihr könnt aber auch natürlich einen Gutschein oder ein kleines Geschenk drin verpacken. Ich zeige es euch hier mal noch. Da habe ich jetzt einen glutroten Weihnachtsstern. Hier habe ich den in Chili genommen, weil natürlich hier das Designerpapier auch so ist. Und hier habe ich jetzt eine flachere Schoki. Und hier habe ich noch ein Gutscheinfach hier mit integriert. Also da könnt ihr noch ein Geldgeschenk oder einen Gutschein reinmachen und hier auch noch einen kleinen Text schreiben. Und ich finde es eine ganz tolle Idee, jetzt einfach im Advent zu verschenken oder dann eben auch an Weihnachten. Und ja, es muss nicht unbedingt ein Gutschein sein. Es kann natürlich auch einfach nur ein Adventsgruß sein. Und ja, gerade so zum Beginn vom Advent, glaube ich, werde ich das, ja, das öfter mal herschenken. Denn ich finde immer so ein kleiner Adventsgruß zum Adventsanfang, ob in Schule, Kindergarten oder wie auch immer, Freunde und so weiter, ist es immer ganz schön. Aber jetzt legen wir endlich mal los, würde ich sagen. So, und als allererstes falten wir unsere Geschenkschachtel. Und dieser Kraftkarton, wie gesagt, das ist wirklich sowas von stabil. Was ich mir jetzt als allererstes mache, ist, dass ich mir hier so einen kleinen Eingriff nach einstanze. Weil dann lässt sich nämlich diese Schachtel viel, viel leichter öffnen. Und das mache ich einfach auf der Seite vom Fenster hier, also auf der Deckelseite. Und ich nehme jetzt hier die 1-Inch Kreisstanze. Ihr könnt jede Kreisstanze nehmen, die ihr habt. Und wenn ihr keine habt, dann schneidet ihr einfach da entweder so ein kleines Viereck oder ein kleines Dreieck raus. Einfach damit man das hier leichter öffnen kann. Und da schaue ich, dass ich jetzt hier die Mitte ungefähr treffe. Genau, und dann geht es einfach leichter. Und diese Geschenkschachtel, die ist wirklich so stabil. Also ich nehme da jetzt auch wirklich den Papierfalter zum Nachfalten. Das braucht er eigentlich bei kaum einer Geschenkschachtel von Stampin' Up, aber die sind wirklich, wirklich stabil. Also da kann man auch jetzt irgendwie schwerere Geschenke drin sicher auch verpacken. Und sie sind lebensmitteltauglich, steht im Katalog. Und ihr seht schon, hier sind auf diesen Klebelaschen sind schon die Kleber drauf. So, dauert ein bisschen, bis alle nachgefalzt sind. Ne? So, und da braucht ihr jetzt eigentlich nur noch diese Trägerfolie einfach abziehen. Und dann könnt ihr das schon hier einmal verschließen. Und Achtung, schaut wirklich, dass ihr gleich trefft, weil die kleben bombensicher. Also ich habe versucht, noch eine aufzumachen. Das geht eigentlich nicht. Da reißt euch das Kraftpapier kaputt. Und ich klebe mir jetzt, ihr habt es hier hinten schon gesehen, ich klebe mir jetzt diese Klebelasche von hier an den Boden, weil dann schließen die nämlich besser. Habe ich schon rausgefunden. Das geht einfach besser. Ich habe mir zuerst gedacht, ich klebe es an den Deckel hin, aber so ist es besser. Sonst geht der Deckel richtig streng zu. So, und dann haben wir unsere zwei Deckellaschen noch. Und dann könnt ihr das Ganze, also ihr könnt den Deckel auch einmal nach hinten knicken, dann könnt ihr das Ganze noch ein bisschen hier ja, in Form bringen, auch hier, damit einfach jetzt hier das Seitenteil dann nicht so absteht hier. Also das könnt ihr noch ein bisschen zurecht drücken. Ich habe mir das jetzt so kreiert, dass ich es so rum aufmachen kann für die Rechtshänder. Ihr könnt es natürlich auch so rum aufmachen lassen. Also das ist egal, wie ihr das kreiert. Ich fand es jetzt so besser in der Handhabe. Aber wie gesagt, das ist immer Geschmackssache. So, und dann für innen habe ich mir jetzt hier mal Designerpapier zugeschnitten, weil ich das als einfach hier ein bisschen schöner finde, wenn hier noch was drin klebt. Hier habe ich es jetzt, meine ich, Planko gelassen, genau. Und ich habe euch nachher ein Beispiel noch, da habe ich reingestempelt. Das geht natürlich auch, auf das Kraftpapier kann man auch stempeln. Oder ihr klebt Designerpapier rein oder ihr stempelt noch einen Spruch rein. Das, da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Und das hat jetzt die Maße 15,2, weil das ist ja ein 6x6-Inch-Papier, das habe ich so gelassen und habe es mir nur hier in der Breite gekürzt,
auf 10,7. Dann habt ihr ungefähr überall den gleichen Abstand ringsum. So. Und dann können wir eigentlich schon außen weitermachen. Ich mache jetzt einfach, ich sag mal, den Ausblick zuerst mal. Also hier seht ihr vielleicht, ich weiß nicht, ob die Kamera so einfing. Ich habe mir zuerst gedacht, das ist so ein Aquarellschatten, aber es sind eigentlich Berge, die da hier hinten noch dran sind. Also wunderschön und hier eben diese Schneelandschaft. Und ich habe das jetzt ja vorhin zugeschnitten auf 6x6 Inch und das falze ich mir jetzt hier auf der linken Seite bei 1,5 cm. Drehe mir das Ganze um und schneide mir es ab bei 14,5. Also ich kürze mir das hier einmal noch ein. Das ist bloß so ein schmaler Streifen, was euch da dann übrig bleibt. Und da falze ich mir genauso nochmal auf der anderen Seite eben hier bei 1,5. So, dann könnt ihr das eigentlich hier schon umknicken. Ich habe mir jetzt auch gerade mit dem Papierfalter noch nachgezogen. Und dann brauchen wir hier so einen kleinen... ja, ein Griff, damit man es einfach leichter öffnen kann. Und das natürlich auch der Beschenkte weiß, wie er an sein Geschenk kommt. Und da mache ich mir jetzt einfach diese Falz nach hinten und gehe mir hier von hinten her, stanze ich mir da jetzt eben auch ein Eingriffsloch aus und ich mache es auf der, ja, ich sag mal Rückseite, damit ich nämlich auch weiß, wie weit kann ich denn hier noch rein, nicht, dass ihr euch hier diese Falz komplett einstanzt. Wisst ihr, was ich meine? Sonst habt ihr ja hier zwei Teile, wenn er zu weit reinkommt. Und das reicht hier so, einfach damit so der Daumen einfach hier öffnen kann. So, und dann nehme ich mir jetzt einfach Tinte in Schiefergrau. Und ich habe hier das Stempelset, Moment, so auf dem Kürz, Nature's Beauty. Das habt ihr bestimmt auch im Jahreskatalog, gibt es, und es hat diese tollen Tiere drauf. Ich habe mir zuerst gedacht, ich setze mir da noch einen Hase her. Das wurde mir dann aber viel zu viel. Also ich habe hier schon relativ viel gestempelt. Ich werde es jetzt weniger machen, so wie bei der mit dem roten Vorhang, weil das reicht. Also das ist schon, also mir ist es fast zu viel. Ich habe mir hier diese Schneeflocken auch noch hier in den Hintergrund überall gestempelt. Das war mir dann letztendlich fast ein bisschen zu viel. Und ich habe mir da vorne, ihr seht ihn hier an der Seite vielleicht noch, auch noch die Bäume hingestempelt. Das braucht es gar nicht unbedingt, finde ich. So, und ich habe mir jetzt zweierlei, ich lege es euch mal so hin, zweierlei Bäumchen bzw. Sträucher noch ausgesucht. Einmal den da hier und den stempel ich mir jetzt einfach hier zwischen diese Tannen. Und diese Sträucher stempel ich mir noch hierher. Das ist einfach die größere Lücke hier noch. Und dann ist im Stempelset mit dabei noch so ein bisschen Gras und haben wir gedacht, das schaut hier eigentlich ganz nett aus, wenn hier einfach noch ein bisschen Gras da so im Schnee rausguckt. Das muss, glaube ich, gar nicht mehr sein. Ich kann es jetzt mal probieren, wie das hier in der Box ausschaut, was hier am Fenster noch rauskommt. Ob ich mir noch mehr stempel, vielleicht mache ich mir hier noch einmal ein Gras her. Aber mehr, wie gesagt, braucht es gar nicht. Und die Schneeflocken, die lasse ich jetzt. Bei mir ist heute ein klarer Wintertag. Und ich habe mir hier für innen, habe ich mir hier auch die Bäume schon hergestempelt. Das ist jetzt, das sind jetzt die zwei Bäume aus dem Stempelset. Hier haben wir ja einen, hier sind es zwei. Und noch einen Spruch aus einem älteren Set. Aber ich fand den jetzt ganz schön zum Advent eben. Den habe ich in... Lodengrün gestempelt. Die Mattung auch in Lodengrün und das bauen wir jetzt gleich zusammen. Ich sage euch auch da gleich die Maße noch dazu. So, und zwar die Mattung hat 13,5 x 10,5 und dieser Aufleger für unsere Karte, der hat 10 x 13 cm. Ist grundweiß und die Mattung eben Lodengrün. Ich möchte auch außen heute in Grün arbeiten. Und ich finde das Lodengrün eigentlich eine total schöne Weihnachtsfarbe. Ist nicht so grachig, dezent und trotzdem ganz natürlich. Und das kommt jetzt eben hier rein. Das klebe ich mir einfach auch plan auf und da kann man seine Grüße noch draufschreiben eben. Und hat dann so, sozusagen gleich eine integrierte Weihnachtskarte oder Adventskarte zum Advent.
So, und dann gebe ich mir hier auf den linken Rand, da gebe ich mir Abreißklebeband drauf. Also ich schräge mir das heute gar nicht an, weil das muss nicht sein hier. Und ich mache mir da einfach zwei Streifen drauf. Und dann wird es im Endeffekt hier reingeklebt. Hier an diese Seitenlasche. Ich mache das jetzt, wie gesagt, nur nicht, weil ich das noch beschriften möchte. Aber ich zeige euch wie. Also ihr macht euch die Trägerfolie ab. Schnappt euch, falls ihr eine Schoki rein wollt, eure Schoki. Da habe ich jetzt nur Designerpapier, weil ich möchte natürlich keine Werbung für irgendwas machen. Das ist jetzt einfach eine Weihnachtsschokolade. Die ist ein bisschen höher als eine normale Tafelschokolade, weil da noch Mandeln mit drin sind. Also schaut mal, wie euer Designerpapier ist. Ich habe jetzt hier auch nur das Band einfach nur drumherum geschlagen und hinten mit einem Stück Abreißklebeband eben übereinander gelegt und befestigt. Weil sobald ihr hier einen Knoten macht oder eine Schleife, wird euch das zu hoch. Genau, und so geht es aber gut rein und hat auch hier, ich mach's mal zu, noch ein bisschen Spiel, damit das nicht, ich sag mal, an der Fensterscheibe klebt, unsere Landschaft. Genau, da legt ihr euch am besten eure Schoki, wie gesagt, rein, zieht euch jetzt diese Trägerfolien ab, dann legt ihr euch das hier einmal so drauf und drückt euch das von außen ein bisschen fest und dann nehmt ihr das Ganze hoch. Ich meine, es ist dann ja ein bisschen fixiert und dann könnt ihr einfach hier euren Streifen dann nochmal ganz festdrücken. Ich hoffe, es war jetzt verständlich. Ich hoffe, es war verständlich. So, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und dann kümmern wir uns hier um unsere Gardinen und unseren Vorhang und unsere Fensterdeko. Ich habe mich jetzt für dieses Design hier entschieden. Ich finde es total schön. Also das ist meine Lieblingsseite aus diesem Papier. Habt ihr vielleicht schon gemerkt. Ich habe es ja schon ein paar Mal verwendet. Und das ist jetzt natürlich 6x6 Inch. Und ich halte es euch mal her. Das ist ein bisschen kürzer als diese Box. Ich habe die hier unten, diese Gardine, ein bisschen überstehen lassen, weil mir das ganz gut gefallen hat. Dieses Designerpapier ist ja ein 12x12 Inch Bogen und da habe ich mir diese Gardinenlänge auf 17 cm geschnitten. Hier ist es jetzt einfach kürzer, aber das macht gar nichts. Da behelfen wir uns nämlich einem Trick. Also das hat jetzt ja nur 15,2, aber wie gesagt, das zeige ich euch jetzt, wie ihr das kaschieren könnt, dass man das danach gar nicht sieht. So, und da schneide ich mir jetzt für meine Vorhangschals auf der Seite 4 cm und da brauchen wir ja zwei für links und rechts. Und dann schneide ich mir hier oben gleich noch einen Streifen runter, der ist 3,7 cm. Und den Streifen, der dann übrig bleibt, den kürze ich mir auf 11,7. Dann haben wir nämlich das komplette Designerpapier bis auf diesen Schnippel verwendet. So, das sind jetzt unsere Streifen für den Vorhang. Da machen wir auch gleich weiter. Ich lege die mal kurz auf die Seite. Ich habe mir noch hier die 3D-Präge vom Holzdielen geschnappt. Die gibt es ja leider nicht mehr, aber im Mini-Katalog auf Seite 37 ist hier eine ganz ähnliche. Die nennt sich 3D-Präge vom Holzstruktur. Die könnt ihr genauso verwenden. Und da habe ich jetzt einen Streifen genommen, das war so ein Reststreifen, der hat ungefähr 10 cm und in der Breite habe ich ihn mir zurechtgeschnitten auf 2 cm. Das wird jetzt nämlich hier unser Fensterbank innen sozusagen und die habe ich mir geprägt eben mit dieser Holzstruktur und die bearbeite ich mir jetzt noch ein bisschen. Ich lege mir noch mal ein Schmierpapier drunter und zwar nehme ich da einen Ton dunkler als Sahara Sand ist das. Seht ihr, hier habe ich noch meinen Hase, den ich ausprobiert habe. Und zwar Savanne und mein Fingerschwämmchen und dann gehe ich hier noch ein bisschen drüber, um diese Holzstruktur da noch ein bisschen besser rauszuholen. Ihr seht schon, was das gleich für eine Wirkung hat, wenn man das einfach ein bisschen rausholt. Also das liebe ich total an diesen Prägeformen, dass man da einfach diese Struktur noch hochholen kann. Hier habe ich Schiefergrau genommen, übrigens bei der Variante hier und wie gesagt hier Sahara Sand und da können wir jetzt einfach hier schon mal loslegen. Mir war jetzt dieser Streifen hier einfach zu gerade. Das war mir
zu straight. Und deswegen habe ich mir hier diese Fensterbank noch ein bisschen bearbeitet. Und gedacht, es darf ruhig ein bisschen rustikaler sein. Und habe mir da einfach ja, so kleine, ich will jetzt nicht sagen Wellen, es sind Unregelmäßigkeiten. Vielleicht sagen wir so. Kleine Unregelmäßigkeiten habe ich mir reingeschnitten. Also ihr seht, das ist nicht viel. Aber dann hat es einfach auch noch ein bisschen Lebendigkeit. Also da habt ihr hier dann so ganz kleine, dünne Schnippel. Und ich finde, dieser Effekt macht sofort dann was her. Und das klebe ich mir jetzt hier mit Mehrzweckflüssigkleber einfach hier unten an. Weil ich fand jetzt diesen Bogen hier eigentlich für dieses Fenster in dem Sinne, wie es ich jetzt hier mache, gar nicht so ideal. Deswegen kaschieren wir den einfach. So, und jetzt haben wir hier unsere Designerpapierstreifen. Das ist der, den ich gekürzt habe und den klebe ich mir jetzt gleich mal hier oben her. Weil, ich zeige es euch mal hier an der, also hier gehen diese Vorhangschals runter. Ich weiß nicht, ob man das so sieht jetzt in der Kamera. Und hier habe ich mir diesen oberen Teil hier vom Vorhang ja noch so ein bisschen gewellt drüber gemacht, auch dass es einfach ein bisschen lebendiger und 3D ist. Und dann bleibt hier nämlich so eine Lücke entweder frei, drunter, wo man diesen Kraftkarton dann sieht, wenn man diesen Obervorhang, nenne ich es jetzt mal, einfach so gewellt macht. Und deswegen klebe ich mir das jetzt hier einfach drunter. Und wenn man auch hier diese Vorhangschals natürlich hat, bleibt mir hier natürlich oben auch so ein Bereich über. Und wie gesagt, das kaschieren wir uns. Das setze ich jetzt einfach ganz an die Kante. Da könnt ihr gut mit dem Finger so kontrollieren. So, und jetzt geht's endlich zum Vorhang. Ich lege das mal hier kurz auf die Seite. Und zwar, also das kommt oben her und das sind meine zwei Seitenschals. Das sind die mit 4 cm. Und da nehme ich mir jetzt einfach einen Bleistift. Also ich habe die breit genug geschnitten für sämtliche Varianten, die ihr da basteln oder aufzeichnen wollt. Und zeichne mir hier diese ja, Form auf, einfach freihändig. Ich glaube, man sieht es jetzt nicht so gut hier in der Kamera, gell? Aber wenn ich es jetzt schneide, dann seht ihr es auf jeden Fall. Also diese Schalform mit dieser, wie nennt man das? Mit diesem Vorhang. Ach Gott, ich habe schon lange keine Vorhänge mehr gekauft. mit diesem Band hier eben. Rückhalteband oder wie nennt man sich das? Und dann nehme ich mir das andere, weil das brauche ich jetzt seitenverkehrt. Nehme ich mir das einfach auf die Rückseite, lege mir das einfach passgenau hier drüber. Habe meinen ersten Vorhang als Schablone sozusagen und kann mir das hier, ich glaube, hier sieht man es jetzt ein bisschen besser, einfach genauso nochmal nachschneiden. Und dann sind die einfach schön regelmäßig und ihr habt einfach zwei gleiche. Die sind jetzt hier noch ein bisschen großzügig hier bemessen von der Breite hier. Aber das kommt immer darauf an, wie weit ihr hier einschneidet. Hier an dieser Stelle. Weil ich habe sie mir nämlich schon schmäler geschnitten gehabt und dann schneidet man ja hier noch diesen Bereich hier weg. Und dann schaut euch nämlich hier was von diesem Rahmen raus. Und das fand ich jetzt nicht so schön. Deswegen habe ich mir gedacht, ich lasse es jetzt breiter. Dann könnt ihr das nämlich anpassen. So wäre das jetzt schon ein bisschen, ja, sehr dicht, sage ich jetzt mal. Also der Vorhang macht viel zu viel zu. Und deswegen gehe ich jetzt einfach her, schau, wie weit deckt mir hier dieser Rand hier ab. Mache das gerade so auf Kante, sage ich jetzt mal. Schau, dass ich mir das jetzt hier gerade herlege. Und dann mache ich mir hier jetzt einfach eine Markierung hier und lege den anderen genauso da drüber. Ist ja gut, wenn der einfach gleich breit ist. Und übertragen wir hier diese Markierung. Seht ihr das, was ich meine? Das sieht man auf dem dunklen Papier natürlich schlecht. Und dann schnappe ich mir meinen Papierschneider nochmal. So, und kürze mir das jetzt einfach ein. Also ich lege einfach die Markierung hier
in diese Schneidrille und schaue, dass es gerade ist und kann mir das einfach jetzt abschneiden nochmal. Ja, verrutschen soll es natürlich nicht. So. So, ich habe es jetzt schon mal hergelegt und dann ist er nämlich nicht so breit und macht nicht so viel von diesem Fenster zu. Damit der auch noch ein bisschen lebendiger wirkt, schneide ich mir hier auch noch ein paar Falten, sage ich jetzt mal, oder Wellen hier von diesem Stoff ein. Das muss nicht regelmäßig sein, weil ein Vorhang, der fällt ja auch, wie er fällt. So, und damit hier ja, das ein bisschen so unterbrochen ist, jetzt bloß wieder auf die Seite, dann habe ich mehr Platz, habe ich mir jetzt hier dieses Rüschenband, Mini-Rüschenband heißt es, genommen in Glutrot. Also hier ist zwar Chili mit drin in diesen kleinen Bärchen, aber das Glutrot stört jetzt hier, finde ich, gar nicht. Und da nehme ich mir nochmal mein Abreißklebeband und mache mir nah auf der Rückseite einen kleinen Streifen hier drauf, einfach in Höhe von meinem Einschnitt hier. Ziehe mir hier die Trägerfolie ab und dann kann ich mir das einfach hier so, also da braucht er wirklich nicht viel von dem Band, hier so einmal drüber legen und schneide mir hier einfach den Überstand ab und dann habt ihr hier einfach ganz toll dieses Rüschenband dann noch drüber gelegt. Das mache ich jetzt gerade beim zweiten auch. So, und dann habe ich mir hier jetzt schon ringsum einmal der Dimensionless aufgebracht und auch schon die Trägerfolie abgezogen. Macht es am besten hier auf den, ich sag mal, Fensterrahmen, weil schon sieht man euch das hier innen. Das sieht dann nicht so schön aus. Gut, hier bei dem Weihnachtsstern lässt sich das natürlich dann nicht ganz vermeiden, aber dann sieht man hier am Rand die Dimensionless nicht. Also nicht, dass er das jetzt hier ganz an den Rand setzt und dann sieht man das im Fenster drin. So ist es einfach besser. So, und den setze ich mir jetzt hier hin. Einfach, dass er unten noch ein bisschen rausschaut und hier wieder bündig mit meiner Boxenkante. Und hier auf der anderen Seite auch. Da schaue ich, dass ich die gleiche Höhe ungefähr hinkriege. Schaut mal, jetzt sieht das schon ganz toll aus. Und dann schnappe ich mir hier diesen 3,7 cm breiten Streifen noch. Und da, damit das ein bisschen lebendiger wieder ausschaut, schneide ich mir auch wieder Falten rein. Also ich habe das für die einfachere Variante gehalten und auch in diesem Fall unaufgeregter, wie wenn er hier überall so Falten legt. Also das war mir zu viel, weil ja dieses Fenster hier eigentlich im Mittelpunkt stehen soll. Und dann habe ich eins gemacht, ich habe mir meinen Papierfalter genommen und habe mir das hier einmal von der linken, einmal von der rechten Seite sozusagen einfach hier über den Papierfalter gezogen. Also wir brauchen nachher nicht den ganzen Streifen, aber dass hier so wie so Wellen entstehen. Hier habe ich jetzt die Trägerfolie auch schon abgezogen und dann kann ich mir das hier, ich schaue jetzt, dass ich hier wieder an der Kante bündig hier bin. Ich hoffe, ich kann das hier so sehen. Die Kamera ist hier irgendwie im Weg natürlich. So, und dann, ich lasse mir das ein bisschen länger, weil durch die Wellen braucht man natürlich ein bisschen mehr Papier als diese 11,7, die Box breit ist. Und dann kann ich mir das so ankleben hier. Und dann nehme ich es einfach, drehe es auf die Rückseite und schneide mir das Ganze hier einmal bündig ab. So. Und dann ist das ganze Designerpapier verbraucht, bis auf zwei solche Schnippi. So, und hier ist auch alles kaschiert und das hat hier einfach noch ein bisschen Luft und wird ein bisschen wellig und hat ein bisschen Dimension. Ich weiß nicht, ob man das so ganz sieht in der Kamera, ob das so drüber kommt. Und wie gesagt, ihr habt halt hier jetzt auch keinen Kraftkarton oder Kraftpapier mehr zu sehen. Genau. Diese kleinen Ecken hier, die stören mich jetzt nicht, weil die machen wir jetzt dann gleich zu mit Deko. Und da habe ich mir zuerst mal genommen hier für diesen Weihnachtsstern. Und zwar hier aus den Stanzformen Weihnachtsstern. Da habe ich mir nur diesen kleinen genommen, habe ihn in Glutrot ausgestanzt. In Glutrot ausgestanzt. Wie gesagt, weil das Band auch glutrot ist. Hier diese kleinen Bärchen sind Chili. Aber das hat mich jetzt nicht gestört. Hier habe ich auch Glutrot genommen. Und dann habe ich mir noch hier die Stanzformen Pflanzecke genommen. Und da habe ich mir hier dieses Blattwerk ausgestanzt in
Moos, Waldmoos, Entschuldigung, aber ich werde es, ich sehe gerade, das habe ich jetzt bei den anderen immer im Waldmoos gemacht, aber ich werde es jetzt hier, glaube ich, in Lotengrün machen, weil das einfach besser dazu passt. Das kurbel ich mir gerade noch durch. Und ich habe mir diesen kleinen Blumentopf hier in Grundweiß hier noch ausgestanzt. So, ich habe es gerade nochmal durchgekurbelt in Lodengrün. Und da seht ihr mal, was das für einen Unterschied macht dann. Ich lege jetzt mal dies so her, damit das einfach stimmig ist. Ja, das harmoniert hier einfach nicht. Aber das natürlich. So, und die Weihnachtssterne hier, die klebe ich mir zusammen einfach mit einem ganz kleinen Tropfen Flüssigkleber. Einfach so versetzt. Und dann nehme ich mir meine Mini-Klebepunkte und setze mir hier mein Blattwerk hinter diesen Pflanztopf. Einfach so, damit noch möglichst viel rausschaut. Also ich klebe das jetzt nicht ganz dahinter. So, und meinen Weihnachtsstern, den kann ich jetzt auch aufkleben. Dann nehme ich jetzt auch gleich Mini-Klebepunkte und die mache ich mir hier noch her. Da könnt ihr ja die Blätter hier noch ein bisschen aufbiegen. So, und dann nehme ich mir Mini-Dimensionals und gebe mir hier unten eins auf den Pflanztopf. Und ich zeige es euch mal. Das kippt jetzt so ein bisschen nach hinten. Also ihr könntet da jetzt auch noch ein zweites drauf machen. Das ist immer ein bisschen Geschmackssache, aber ich habe es jetzt bei den anderen mit Zweien hier drauf gemacht, damit es einfach nicht so hinten nach hinten geht. Ich mache es jetzt einmal so, damit ihr einfach ein bisschen Vergleich habt. So, und dann klebe ich mir das so hier. Da braucht es natürlich noch eine Blüten mit und da habe ich mir diese fabelhaften Funkelsteine. Da habe ich jetzt gerade noch eine mit diesem Goldglitter. Den habe ich mir genommen. Und der kommt jetzt hier in die Mitte. So, und der Weihnachtsstern, der darf natürlich ein bisschen glitzern. Da nehme ich mir den Wink of Stella noch. Das sieht erschreckend dunkel jetzt aus, das Papier, aber das trocknet gleich weg. Und dann sieht es aus wie bei diesem hier. Ich finde, da darf ruhig ein bisschen Glitzer rein. Ein bisschen Glitzer geht immer, oder? Wenn es nicht zu viel ist, gell? Aber der trocknet, wie gesagt, gleich weg. Und dann habe ich noch hier ja diese Sterne genommen, die mache ich jetzt hier auch in Grundweiß, einfach damit hier auch noch ein bisschen heller ist. Und die Stanzi-Sterne. Und da stanze ich mir jetzt einfach einen Satz mal aus. Achtung, es schnackelt ein bisschen. Und da verwende ich jetzt fast alle Sterne, werdet ihr gleich sehen. Und zwar den großen mache ich mir hierher. Mit einem großen Dimension, der kommt jetzt hier oben her. Und da kann man jetzt schön diese Ecken hier auch noch verschwinden lassen. Und dann mache ich mir mit einem Klecks mir jetzt weg Flüssigkleber. Den noch hier. Und hier auf die Fensterbank habe ich mir gedacht, da mache ich auch noch Sterne. Da habe ich mir jetzt diesen hier genommen. Kriegt auch noch ein Mini-Dimensional drauf. So, und der allerkleinste hier, den mache ich hier mit einem Mini-Klecks mit Flüssigkleber hier noch drauf. Also da braucht ihr wirklich nicht viel, weil sonst drückt euch das raus. Ihr könnt einen Aufhebhelfer natürlich nehmen, aber es geht so auch ganz gut. So, und dann nehme ich mir gleich einen Dimensional noch für den großen. Den lasse ich jetzt weg. Und den mache ich mir drauf, noch hier auf meine Schoki-Verpackung, auf das Band. Dann schaut es einfach hier auch ein bisschen freundlicher noch aus. Genau, und dann ist unsere Schoki-Gutschein-Karten-Fensterverpackung oder wie auch immer den nennen will, ist fertig. Und schaut mal, wie toll das rauskommt hier mit dieser Landschaft, mit dieser Winterlandschaft. Ja. Ich hoffe, euch gefällt die Idee so gut wie mir. Ja, ich finde Schokolade verpacken so, schaut einfach nochmal besser aus. Ihr könntet hier jetzt natürlich auch noch ein Sternchen reinmachen, gell?
Genau, das stört hier dieser kleine Bogen. Und wie versprochen, also wir haben jetzt nicht nur diese beiden Varianten mit geruhsame Tage und hier in, mit dem wunderbar weihnachtlich in diesem Lodengrün und in dem Chili mit den Streifen. Ich habe noch ein bisschen umeinander gespielt. Das ist dasselbe Designer, also aus derselben Designerpapierserie. Einfach ein heller Vorhang. Ich kriege, glaube ich, gar nicht alle ins Bild. Dann hier in der Variante in Celadon. Und da habe ich jetzt mal einfach gelbe Sterne, das ist safrangelbe Sterne genommen und einen weißen Weihnachtsstern und einen roten Topf hier. Einfach damit er mal verschiedene Varianten aussieht. Und dann habe ich hier noch aus den weihnachtlichen Prints, aus der letzten Celebration, gibt es ja dieses Weihnachtspapier auch noch in Gartengrün. Also auch mal nochmal eine ganz andere Variante. Und hier bei der Variante, da wollte ich euch mal zeigen, da habe ich jetzt hier zum Beispiel reingestempelt. Also ich habe es auch noch nicht eingeklebt, weil ich es ja noch beschriften möchte. Reingestempelt einfach noch und einen Stern dazu geklebt. Dann sieht es auch gleich gar nicht so nackig aus. Wie gesagt, bei den anderen habe ich Designerpapier reingeklebt. So wie bei unserem jetzigen Beispiel. Jetzt mag es nicht mehr zugehen. Jetzt ist wieder verschlossen. So, ich kriege gar nicht alle ins Bild. Also ich hoffe, ihr habt ganz viel Freude beim Nachbasteln und beim Verschenken. Das ist wirklich wieder ein Projekt zum Austoben, aber es ist eigentlich nicht schwierig. Ich sage immer, wenn man weiß, wie es geht, dann ist es wirklich gar nicht schwer und probiert doch einfach mal aus. Ja, es macht riesigen Spaß, da einfach auch verschiedene Papiere zum Ausprobieren und den Hintergrund zu gestalten. Und ja, genau. Ich gebe euch die Maße und die verwendeten Materialien einfach unten in die Infobox wieder mit rein. Und wenn ihr die tollen Produkte von Stampin' Up! Bestellen wollt, dann gerne unter mich, unter andreaskartenwerkstatt@gmail.com oder im Onlineshop unter https://andreasteiner1.stampinup.net. Und ich würde mich natürlich über ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen hoch von euch freuen und wünsche euch jetzt, wie gesagt, ganz viel Spaß beim Kreativsein. Sagt tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, macht es gut und bis bald. Ich freue mich schon aufs nächste Bastelvideo mit euch. Ciao!